Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Insbesondere für die jungen Berlinerinnen und Berliner ist der Haushalt 2014-15 ein guter. Denn er kommt ohne neue Kredite aus und ist damit ein generationengerechter Haushalt. Und das sage ich nicht nur, weil ich jugendpolitischer Sprecher meiner Fraktion bin. Wir setzen unsere Ziele, die Ziele des Koalitionsvertrages, auch bei der Jugend- und Familienpolitik. Und Frau Burkhardt-Eulitz, Familien ist vielleicht als Stichwort deshalb noch nicht gefallen, weil wir jetzt eben die Rederunde zur Jugend- und Familienpolitik haben, im Rahmen des heute zu beratenden Doppelhaushalts weiter um. Unsere Prioritäten finden sich dort wieder. Einige hat mein Kollege Özicik schon im Auftrag von Herrn Eggert genannt. Andere möchte ich nennen, und bei zumindest einem wiederhole ich mich, weil es das ganz zentrale Vorhaben, die Priorität der Koalition ist. Wir, die rot-schwarze Koalition, treten ein für die bedarfsgerechte Erhöhung der Zahl der Kita-Plätze. Das haben wir ganz deutlich gemacht in unserem Koalitionsvertrag. Das haben wir deutlich gemacht im Doppelhaushalt 2012-2013. Und das machen wir auch jetzt im Doppelhaushalt 2014-15 ganz deutlich. 18 Millionen Euro Landesmittel ist eine klare Ansage hier in diesen beiden Jahren. Und sie werden flankiert durch Mittel der Träger und durch Bundesmittel. Sie stehen nicht alleine. Mehr Kita-Plätze für Berlin sind ein weiterer wichtiger Schritt, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleistet und der Rechtsanspruch erfüllt werden kann. Zum Thema Familienbildung. Frau Burkhardt-Eulitz hat es auch genannt. Hier setzt die Koalition, nachdem auf unsere Initiative 24 Familienzentren errichtet worden sind, auf weitere zusätzliche Familienzentren. Dies wird mit jeweils 440.000 Euro in den Jahren 2014 und 2015 aus dem Landeshaushalt gefördert. Ziel ist vor allem die Inbetriebnahme von weiteren zusätzlichen Familienzentren. Wir setzen auf 6 bis 8 weitere zusätzliche Familienzentren. Das mehrsprachige Angebot der Notfallrufnummer Kinderschutz wird gesichert und erstmals wird eine Anlaufstelle für ombudschaftliche Beratung in der Jugendhilfe finanziert. Weiter finanziert wird die erfolgreiche Arbeit des Berliner Beirats für Familienfragen. Hier haben sich die Koalitionsfraktionen, wie im Übrigen auch die Linkspartei, nicht von den Anträgen der Grünen und der Piraten beeindrucken lassen, die ja beantragt hatten, hier erheblich zu kürzen. Die Koalition steht, so steht es schon in der Überschrift unseres Koalitionsvertrages, für gute Arbeit für Berlin. Konsequente Fortsetzung dieser Haltung ist es, dass im Haushalt auch die Finanzierung von Tarifsteigerungen bei den Zuwendungsempfängern des Landes Berlin vorgesehen sind. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.